Willst du was Tolles sehen? Musst du in die Steinzeit gehen? Hier lebt ein Junge mit seinem Dino. Nichts hält sie auf, Tipp und Tum-Tum. Sie sind unschlagbar, füreinander da. Gebt niemals auf, Tipp und Tum-Tum. Aber ich, der nervt mich einfach. Der Wackelkuh. Hey! Na und, was hältst du von meiner Superschleudermatschauge? Nicht schlecht, was? Hör auf, Cori, das ist doch nur ein Milchzahn, sonst nichts. Erst wackeln sie und dann fallen sie raus. Ich will ihn aber wieder am Mund haben. Er soll wieder zu den anderen Zähnen. Jetzt hör auf zu weinen, der wächst nach. Du kannst dich freuen, du hast bald einen neuen Zahn. Aber ich will keinen neuen Zahn. Ich will den wieder im Mund haben, den ich vorher hatte. Hey, du Heulsuse, das ist doch nur ein Zahn. Nicht traurig sein. Das Zahnmammut hat eine Überraschung für dich. Was? Hä? Das, was? Na, du weißt doch, Tara. Hm? Die Legende besagt, lege vor dem Einschlafen deinen Zahn unter das Kopfkissen. Mitten in der Nacht wird ein Zaubermammut kommen und hingegen ein Geschenk austauschen. Super! Glaubst du, dass ich eine Puppe kriege? Das wäre toll! Wenn du ganz fest daran glaubst, dann bringt es dir, was immer du willst. Wahnsinn! Oh, ob das Zaubermammut mal zu mir kommt? Ich will nämlich auch ein Geschenk. Glaubst du das etwa? Matschauge blufft doch nur wieder. Er will nur die Kleine beruhigen. Yippie, jetzt ist es bald Zeit, ins Bett zu gehen. Und morgen früh sehe ich gleich noch, ob ich eine Puppe unterm Kissen habe. Gute Nacht, Tum-Tum. Wir sehen uns morgen. Was sagst du? War doch gut, meine Geschichte mit dem Mammut, oder? Naja, geht so. Schließlich musst du sie ja nicht trösten, wenn sie morgen aufwacht und merkt, dass das Zahnmammut ihr gar nichts gebracht hat. Woher willst du denn wissen, dass es ihr nichts bringt, hä? Psst! Tara! Hä? Psst! Schöne Grüße vom Zahnmammut. Tipp! Guck mal, was das Zahnmammut mir gebracht hat! Oh ja! Das ist ja eine tolle Puppe! Unglaublich! Und das Mammut ist auch unglaublich toll! Wartet mal kurz! Wenn das so ist, dann bedeutet das doch... Das Zahnmammut existiert? Super! Dann können wir uns jetzt alles Mögliche von ihm wünschen! Gut, na, wenn das so ist, wünsche ich mir die absolute Profi-Steinschleuder. Genauso eine, wie sie die Jäger haben, will ich. Aber so ein super Geschenk bekommst du sicher nur für einen richtig großen Zahn. Einen richtig großen Zahn? Ich glaube, ich weiß schon, wo ich den herkrieg. Los! Hier sind ein paar ganz besondere Pflaumen, Tum-Tum. Tum-Tum! Was hast du denn? Lass mich mal sehen. Na, sowas ist ja komisch. Dein Zahn wackelt. Hast du etwa auch Milchzähne oder ist das ansteckend? Oh nein! Tum-Tum muss diesen Stein wohl für eine Pflaume gehalten haben. Sieht aus, als ob den jemand angemalt hat. Wer würde denn... Dieser Gecko hat ganz schön harte Zähne. Hätte ich mir ja denken können. Einer von deinen fiesen Streichen. Meinen was?
Also so ein Blödsinn. Ja, echt. Wer würde denn schon auf die Idee kommen, Tumtum einen Zahn zu klauen, um dafür vom Zahnmammut eine Schleuder zu kriegen? Vom Zahnmammut? Was für ein Haufen naiver Neandertaler. Mann, echt. Das habe ich doch nur erfunden. Also, ich, herausgefunden. Ja, genau. Ich habe herausgefunden, dass ihr das wart. Dachtet ihr, ich merke das nicht? Jetzt, wo der Zahn schon locker ist, muss er auch rausfallen. Ich schau einmal drauf und schwuppdiwupp ist er draußen. Das war gut, Tumtum. Lass noch mal deinen Zahn sehen. Du musst keine Angst haben. Ich bin auch ganz vorsichtig. Er sitzt noch zu fest. Er kommt nicht raus. Latt hatte wohl ausnahmsweise recht. Du musst ihm den Zahn ziehen. Jetzt fang du nicht auch noch an, Tara. Wir sind keine Höhlenmenschen. Keine Sorge, wir finden eine andere Lösung. Dann beeil dich aber, ja? Ich glaube nämlich, er hat Hunger. Na und? Das hält ihn doch nicht vom Fressen ab. Stimmt's, Tumtum? Na dann probieren wir eben was anderes. Vielleicht kriegst du sie besser runter, wenn ich sie zermatsche. Gib ihm doch Honig. Lecker, ich liebe Honig. Unsere Eltern haben gerade welchen geholt. Das Vorratslager ist voll damit. Sekunde. Ich glaube, ich habe noch eine bessere Idee. Ach, da. Wieso warten wir nicht einfach, bis der Gecko schläft, um ihm den Zahn zu ziehen? Hast du noch mehr so dumme Ideen, oder war's das? Nein, wir machen Folgendes. Wir warten so lange, bis er schläft, um den Zahn zu ziehen. Das habe ich doch gerade gesagt. Psst, da. Das war Matschauge. Wohin will der denn mit so viel Honig? Das Bienenwachs, der war beklebt und hält den Zahn fest. Das ist, damit er nicht mehr wackelt. Denkst du, das funktioniert? Das werden wir gleich wissen, Cory. Ja, es funktioniert! Ja, du bist der Größte! Boah, ich gebe zu, Tipp hat immer tolle Ideen. Spinnst du? Was soll denn daran so toll sein? Das ist doch nur ein Klumpen Wachs. Das kriegt man leicht mit einem Stock wieder raus. Ja, wenn es bloß schon nachts und dunkel wäre. Tumtum geht doch immer schlafen, sobald Matschauge abends nach Hause muss. Wieso blasen wir nicht einfach ins Horn? Ja, stimmt. Aber warte mal, wer soll das machen? Ich? Wieso? Wieso immer ich? Hä? Jetzt schon? Hey, was machst du denn da? Das ist streng verboten. Komm sofort zurück. Der Tag heute ging aber schnell vorbei, was? Also dann, gute Nacht, Tumtum. Oh, wie süß. Er ist schon eingeschlafen. Naja, heute hat er ja auch ganz schön was erlebt. Hoffentlich schlüpfen die nicht so toll, wenn ich nach Hause komme. Du wächst ihn noch auf. Komm schon, legen wir los. Seid ihr bereit? Und eins, zwei und... Los, worauf wartet ihr noch? Hinterher! Auerochsen werden dir nie wieder was antun, das verspreche ich. Komm, ich nehme das blöde Ding wieder raus. Das lass mal schön bleiben, Matschauge. Ich will diesen Zahn haben und den werde ich auch kriegen, kapiert? Ihr seid so blöd, ihr Uridioten. Ich habe mir das doch nur ausgedacht, damit Cory ruhig ist. Was? Also jetzt mal im Ernst. Ihr habt doch wohl nicht wirklich geglaubt, dass es dieses Mammut gibt, oder? Ganz bestimmt nicht. Wir sind doch nicht dumm oder so. Siehst du denn nicht, dass Matschauge uns anlügt, weil er den Zahn natürlich selbst behalten will? Was? Ihr seid ja noch blöder, als ich dachte. Attacke! Los, Tumtum, lauf! Du bist der Beste!
Wenigstens hast du keinen Wackelzahn mehr, oder? Komm her und hilf uns hier raus, Theo! Los, wir stecken hier fest! Wartet, ich räume die Steine weg! Los, mach das ist alles wegen deines blöden Dino passiert! Du, Tumtum, wollen wir sie nicht einfach über Nacht da drin lassen? Nein, bloß nicht Matschauge. Ich meinte natürlich Tipp, warte bitte. Ja, wir werden Tumtum auch nie wieder ärgern, versprochen. Na gut, in Ordnung. Danke, Tumtum. Danke, nett von dir, Matschauge. Na, wenn's ihm Spaß macht, mit einem Dinosaurierzahn unterm Kissen zu schlafen, dann soll er doch ruhig. Was soll ich denn mit diesem bescheuerten Geschenk? Was hast du denn? Spielst du etwa nicht gern mit Puppenlatt? Gute Idee, ihm die Puppe unter das Kissen zu legen. Das warst gar nicht du? Wer war's denn dann? Jetzt wird man sich die Legende vom Zahnmammut immer weiter erzählen. Oh, Tumtum, was machst du denn? Oh, toll. Jetzt sieht es ja aus wie eine Maus. Stell dir mal vor, eine kleine Maus bringt dir ein Riesengeschenk. Geht doch gar nicht. Dann schon lieber eine Zahnfee, oder?